Also auf Neustadt müsst ihr euch dann schon wirklich gefasst machen. Oder ich schreibe mir in die Kommentare, dass es nicht so wichtig ist, dass ich überall Erster werde. Dass es dann euch doch dann nur um den Spielspaß und um den Spaß beim Zugucken geht. Nicht wie gut ich hier in dem Spiel bin. Könnt ihr mal schreiben, ob das wirklich wichtig ist, dass ich jetzt überall Erster werden will. Oder ob ich es auch lassen kann eigentlich. Weil ich meine, ich habe es ja geschafft. Von mir aus kann ich es ja sagen, dass ich überall Erster geworden bin. Und das Spiel auch gut, eigentlich relativ gut kann. Ach, alles klar. Ellie Howard haben wir. Damit ist auch dieses Rennen geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Wurde auch relativ eng und er wurde sogar noch überholt von Okada. Joichiro. Joichiro, keine Ahnung. Das Publikum liebt sie. So, haben wir schon mal Abfall bekommen. Ich weiß, jetzt soll ich es auch schwer lassen. Ja, das machen wir jetzt mal. Das ist nicht mal eine halbe. Ja, nicht mal eine halbe Sekunde. Das ist 294, glaube ich, waren das. Auch schwer lasse ich jetzt nicht. Ach, geht da nicht mal. Das ist ja das SAR, ich kann ja gar nicht einstellen. Was hat denn der für ein Auto? Ich könnte mir schon vorstellen, dass der den. Wow. Warum ist denn der so schnell? Pff, ja gut, okay, der fährt auch genauso wie ich. Alter, warum ist denn der so abgegangen? Ja, warum haut der mir so ab? Ich meine, schon am Start war ich, habe ich verkackt. Warum ist denn der auf einmal so gut, Alter? Es waren doch nur 200 Millisekunden, die ich da weniger hatte. Oder wo er schneller war. Und kann ich nicht beschreiben. Also kann ich auch nicht erklären, warum der vor allem beim Start so gut war. Gut, okay, ja, das ist halt. Immer so wirklich nur die Runde ist gut. Ich muss eigentlich nur eine Runde bestehen. Ich muss nur eine Runde gegen ihn gewinnen. Also eine Runde schneller als er sein. Glaube ich jedenfalls. Wenn nicht, muss ich halt das ganze Rennen schneller als er sein. Was ich aber gerade nicht glaube, dass ich das gerade sein. Okay, das war gerade ein Fehler von ihm. Er hat ihn aber auch genommen, den Ford Raptor. Kann ich auch verstehen. Also ich würde mir jetzt, also ich hätte, also ich persönlich habe da noch keine 150.000 für einen Ford GT. Er anscheinend auch noch nicht gehabt dann. Auf jeden Fall wird jetzt ganz schön knapp. Das ist aber jetzt sehr knapp gewesen. Jetzt bin ich da schon wieder lang gefahren. Alter, ich. Das ist doch wieder unglaublich. Dass ich da wieder ohne jegliche. Ohne Anstand da einfach reinfahre. Und vor allem ohne nachzudenken. Ach man, ne. Ist das schon wieder eine Blamage für Justin, für mich gewesen. Aber auch beide Male wirklich jetzt. Ich hätte den auch überholt, vielleicht die Runde jetzt hier.
Oder auch schon die Runde davor. Ich glaube, das geht immer sogar noch weiter, bis ich einmal schneller als er war. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, geht immer so weiter. Bis ich einmal schneller als er war. Jetzt habe ich die Kurve gerade gut genommen. Ey, Mann. Jetzt geht mich das gerade richtig auf. Dass er mich jedes Mal überholt. Und dann auch jedes Mal so weit weg ist von mir. Ey, jetzt, dass ich nach 5 Runden immer noch nicht besiegt habe, nur nach 4 Runden. Ne, 5. Das ist jetzt die 5. jetzt. Alter. Mir geht die Zeit davon. Die letzte Runde, wenn ich das jetzt nicht schaffe, mit das, wenn ich ihn jetzt nicht überhole, dann ist er besser als ich. Ich muss ja eigentlich nur dann die Runde überbieten und dann bin ich eigentlich in der Runde besser als er, weil... Weil ich hab die Runde, ja, natürlich. Aber. Na, ja. Nee, fick dich halt die Fresse, Alter. Ist mir echt so blöde jetzt hier. Der cheatet doch, der Lappen. Da auch bestimmt sein Auto hochgetürmt bis zum geht nicht mehr schon. Schon möglichst alle Rabattschüler gesammelt und dann auf die beste A-Klasse hochgetürmt. Ja. Ein paar neue Rennen. Wenn du dabei sein willst, weißt du ja, was zu tun ist. Fahr rüber. Ja, irgendwann mal werde ich darüber fahren. Wenn ich Lust und auch die Zeit dazu habe. Die wird jetzt nochmal hier. Ein kleiner Trip. Ein kleiner Ausflug. Aber egal, auf dem Weg dahin können wir uns dann ein paar Rabattschilder einsammeln. Da vorne sehe ich auch gleich eins, wofür ich aber kurz abbiegen muss. ...10% Rabatt haben wir jetzt schon mal. Und bumm. Oh, da sehe ich gerade sehr viele Rabattschilder an einer Straße. Ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Wo ist das? Ah, da. 11 haben wir denn. Ja, kurz. Ach doch nicht. Ich kann sogar hier weiterfahren. 12 haben wir dann. Dann 13 und auf derselben Straße nochmal 1. Ach doch nicht. Aber ich werde dann nochmal schnell hinfahren und das holen. Wenn ich es jetzt schon mal sehe, dann kann ich es auch holen. Die anderen beiden oder die anderen, ja, die auch die anderen beiden werde ich jetzt nicht holen. Ich denke mal, ich komme da an der Straße, wo die sind, auf jeden Fall nochmal vorbei. Da ist das Rabattschild schon bei einem so einem Mini-Aufprall oder bei der Mini-Berührung von dem Auto schon zerstört wird. Ja, ist das auch nicht wirklich realistisch, aber... Gut, okay, also. Wirklich Detail, wirklich aufs kleinste Detail gehen, ist auch nicht wirklich jetzt. Ist nicht nötig eigentlich. Also, es ist auch so schon ein sehr schönes Spiel.
Ach, weißt du was? Ich mach's jetzt mal frecherweise an das Radio. Könnte mir zum Verhängnis werden, aber das ist mir eigentlich völlig egal. Zu Forza Horizon gehört einfach Musik und die werde ich abspielen jetzt auch. Weil die werde ich jetzt auch anlassen. Und solange ich auch rede, ist ja okay. Wenn Sie einen Außenposten entdeckt haben, kommen Sie von überall schnell dorthin und zurück. Aber es hat seinen Preis. Wählen Sie nur den Außenposten auf der Karte aus. Zahlen Sie die Gebühr und wir sorgen dafür, dass Sie direkt davor abgesetzt werden. Wenn Sie Schnellfahrtkosten einsparen oder etwas Spaß haben möchten, sollten Sie nachsehen, welche PA-Stunts im Angebot sind. Ja, die werden wir natürlich auch noch machen. Gehört damit zu den 100%. Meine Musik zu unterbrechen, aber angeblich veranstaltet Ally Howard ein Privatrennen. So nennt man das. Privatrennen? In Carson meistens. Zutritt nur mit Einladung. Wenn euch Mr. Howard noch nicht eingeladen hat, seid ihr wohl nicht cool genug. Was cool ist? Das nächste Stück. Sie sind so nah dran. Oh, wir sind cool. Ich glaube, die anderen Fahrer sehen schon keine Chance mehr, sie zu schlagen. So cool. Dann werden wir den Ford Raptor behalten. Aber ich werde auf keinen Fall jetzt auf schwer lassen. Weil das war schon Akt. Auf Mittel sind die auch noch, meiner Meinung nach, noch schon schwer genug. Oder so auf meinem Niveau. Vielleicht ein bisschen schlechter, weil ich ja meistens auch gewinne. Aber schwer ist dann doch vielleicht nochmal ein kleinen Tick schwieriger, aber hier sowas werde ich nie auf keinen Fall. Es gibt zwei Arten von Fahrern auf dieser herrlichen Welt. Mich und die anderen. Boah, so eingebildet, ey. Immer dieses, ach, ich bin so schön und ich kann so gut fahren. Gebrabbelt, ey, das sieht man bei, das hört man wirklich bei jedem. Herausforderer, bei jedem. Diese Sprüche, die cool rüberkommen sollen und einen einschüchtern sollen, aber mir am Arsch vorbeigehen. Und dass die auch immer machen, also das sind ja keine echten Menschen, aber das hätten die auch so machen können, dass wirklich jedes Mal, wenn ich einmal mehr gegen den gewinne, dass die einen Spruch raushauen, der vielleicht jetzt nicht so ist, der dann zum Beispiel sagt, ja, in den letzten Rennen hast du mich geschlagen, aber in dieses Rennen wirst du mich nicht schlagen oder sowas in der Art. Und halt nicht immer, ja, ich werde dich schlagen, du kannst mein Auto von hinten betrachten. Einfallslos. Vor allem auch jeder Spruch kommt mehrmals vor. Oder zum Beispiel, wenn du sehen willst, wie mein Auto von vorne aussieht, musst du an mich rankommen, was aber nicht bestimmt nicht geschehen wird. Oder sowas in der Art. Keine Ahnung, wie der jetzt, was der da mal bequatscht, aber so in der Art ungefähr. Auf jeden Fall habe ich gerade trotz Quatsche das Rennen eigentlich ganz souverän gemeistert. Ohne groß zusammen irgendwo gegenzustoßen. Oder mich irgendwie mal zu drehen. Naja. Die letzte Kurve muss natürlich wieder nicht so gut genommen werden, damit die Spannung einfach drinne bleibt. Aber haben wir geschafft. Erlebe ich hier etwa die Geburt eines waschechten Rennfahrers?